Hallo und Servus zusammen, ich bin der Drewman vom Ultimate Air Chicken Squad und heute stelle ich euch die wunderschöne E&C M4 Hornet vor. Wir waren damit auf dem Feld und haben sie ausgiebig getestet und wie viel Spaß das ganze Teil machen kann, seht ihr jetzt im Video. Die E&C M4 Hornet hat 0,5 Joule und geht daher auch vollautomatisch. Mit einer Länge von 710 mm im ausgefahrenen Zustand und einer Länge von 630 mm im eingefahrenen Zustand ist die ganze M4 äußerst gut für CQB geeignet. Gefertigt wurde sie quasi vollständig aus Metall. Zwei Ausnahmen gibt es. Der Stock und der Pistol Grip sind aus Kunststoff. Metall wurde größtenteils Aluminium verbaut. Iron Sights sind auch mit dabei und ein Amplifier. Das Ganze bringt uns auf ein Gewicht von etwa 2,7 Kilogramm. Für die Größe vielleicht etwas schwerer als andere Airsofts, aber das Ganze macht das ganze Gerät nur noch handlicher und richtig viel Bock zu spielen. Dann kommen wir jetzt zu den inneren Werten der Airsoft. Verbaut wurde eine babyblaue Hop-Up-Unit, welche stufenlos einstellbar ist. Zusätzlich haben wir ein Hop-Up-Gummi und ein Hop-Up-Tensioner, welche auf den ersten Blick nicht so qualitativ hochwertig wirkten, ne, und wir anfangs ein bisschen skeptisch waren, bis wir dann auf dem Spielfeld waren und feststellen mussten, so ey, das Ding kann was. In der Kombination mit dem Lauf, welcher eine Länge von 200 mm und einen Innendurchmesser von 6,3 mm hat, war es einfach richtig schön zu spielen. Der Lauf ist übrigens aus Messing gefertigt. Weiter geht's mit der Gearbox. Verbaut ist im Fit typisch eine V2 Gearbox. In der Gearbox drin finden wir an erster Stelle erstmal einen Nozzle mit einer Länge von 21,2 mm und gefertigt ist das Ganze aus Aluminium. Zusätzlich hat das Nozzle einen doppelten O-Ring, was dafür sorgt, dass die Mündungsenergie ziemlich konstant bleibt. Pistonhead sowie Zylinderhead wurden beide aus Aluminium gefertigt. Der Piston selber besteht aus Kunststoff und wurde mit Hilfe von Stahlzähnen verstärkt, was dafür sorgt, dass die Internals eine längere Langlebigkeit haben. Auch die Gears selber wurden aus Stahl gefertigt. Das Besondere an den Gears ist, dass das Sektorgear 12 Zähne hat, was dafür sorgt, dass die Schussrate ziemlich hoch ist. Optisch ist die Hornet definitiv ein Hingucker. Dafür sorgen der Amplifier und der Henker mit seinen stylischen Riefen drin. Für den abschließenden Pep haben wir hier hinten auch noch einen richtig schönen modischen Stock. In Verarbeitung ist die Hornet wirklich super. Da kann man sich im Großen und Ganzen über nichts beklagen. Zwei kleine Makel haben wir gefunden. Wenn man den Stock ausfährt auf der hintersten Stufe, wackelt er sehr stark rum. Wenn man ihn jetzt ganz vorne hat, hat er kaum Spiel. Das Ganze wird immer mehr Spiel, umso weiter man ihn rausfährt. Und der Amplifier selber war ziemlich locker. Den kann man ziemlich leicht drehen. Als wir ihn rausgetan haben, war er quasi komplett locker. Da muss man dann nochmal ordentlich nachdrehen und irgendwann wird es dann schon. Am besten vielleicht noch irgendwie sichern mit einer Schraubensicherung. Für das Ganze geben wir der Airsoft eine 8 von 10 Punkten. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist die Funktionalität der Airsoft. Dazu öffnen wir jetzt erstmal das Dustcover, um an die Hop-Up-Unit ranzukommen. Diese lässt sich ohne Probleme auch auf dem Spielfeld mit einem Handschuh einstellen und ist stufenlos. Dabei kann es passieren, dass es sich möglicherweise beim Transport oder ähnliches verstellt. Ja, dann schließen wir jetzt erstmal hier das Cover wieder. Und widmen uns mal auf die linke Seite der Airsoft. Ui. Hier kann man den Feuerballhebel eben betätigen und den verschiedenen Feuermodus einstellen. Die erste Stufe ist gesichert, dann kommt Einzelschuss, Vollautomatik. Das Ganze wackelt überhaupt nicht und rastet wunderbar auf der jeweiligen Position ein. Auf der rechten Seite der Airsoft haben wir den Magazinauswurf, oder auch Mag-Release genannt, welchen man wunderbar erreichen kann mit dem Finger und einfach super toll ist. Hier haben wir den Abzugsweg noch vom Trigger. Das sind ungefähr 4 mm, vielleicht noch ein bisschen mehr. Erscheint auf den ersten Blick noch ziemlich viel, aber da wir hier ein Vollautomatikmodell haben, stört das Ganze eigentlich relativ wenig.
Hier oben haben wir dann noch die Kimme, welche zwei verschiedene Modi hat. Einmal ein etwas feineres Loch und dann ein etwas größeres. Wie man es eben braucht, kann man es einstellen. Und natürlich auch eine Positionsverstellung, um ein bisschen nachzukorrigieren, damit man das Ganze an die Flugbahn der Kugel anpassen kann. Auch der Stock lässt sich verstellen und wir haben hier ganze 5 Stufen, welche wir einstellen können. Ganz vorne ist eben für ganz kleine und ganz lang ist für größere Menschen. Im Großen und Ganzen geben wir der Airsoft daher 8 von 10 Punkten bei der Funktionalität. Dann kommen wir jetzt mal zu den Akkus. Wir haben zwar hier hinten einen ziemlich großen Stock und man denkt sich so, cool, da kriege ich richtig viel Akku rein für einen richtig, richtig langen Spieltag. So ist es dann aber leider doch nicht. Wir werden hier ein bisschen getäuscht von der ganzen Optik des Stocks. Denn wir können in den Stock keinen Akku reinbauen. Wir müssen dazu den kompletten Stock abnehmen und dann den Akku hinten in die Tube reinstecken. Das ist wirklich hier nur dieses kleine Loch. Wie ihr hier sehen könnt, habt ihr hier auch nicht wirklich mehr Platz. Man kann den Akku hier so reinstecken, anstecken, Stock drauf und die ganze Sache hat sich erledigt. Was ihr vielleicht wissen müsst, die Airsoft solltet ihr am besten mit einem 7,4 Volt LiPo betreiben, da sie mit einem 11.1er möglicherweise Burst schießt im Einzelfeuer. Ansonsten habt ihr natürlich eine höhere Schussrate. Aber empfehlenswert ist definitiv ein 7,4 Volt LiPo. Wir werden euch den richtigen LiPo dazu unten verlinken, also einen passenden LiPo, damit ihr keine Probleme habt, wenn ihr das Teil kaufen wollt. Natürlich haben wir für euch auch alle möglichen Magazine durchgetestet. Hier drüben haben wir die zwei vom Hersteller. Einmal das, was original mit dabei ist. Sind beides übrigens mit Caps. Und einmal das, was wir nachbestellt haben. Der große Unterschied besteht eigentlich nur, dass das hier aus Kunststoff ist und das aus Metall. Hier drüben haben wir dann andere mit Caps. Einmal von Bugatti, Lonex, Ares, ASA und von G&G. Und hier drüben sind dann unsere drei High-Cap-Magazine, die wir getestet haben. Einmal von Bugatti, von G&G und von Lonex. Fangen wir mit den zwei Original-Magazinen an. Jetzt nehme ich mal das zuerst, was im Lieferumfang mit dabei war. Das Ganze stecken wir rein, es passt schön. Es wackelt ein bisschen, ist aber nicht zu schlimm. Passt also eigentlich perfekt. Wenn man das Ganze rauswerfen will, fällt es auch von alleine raus. Heißt, man kann ziemlich schnell Magazin wechseln. Und es fehlt auch ohne Probleme. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Nachbestellten. Das Ganze wackelt ein bisschen mehr. Mir persönlich wäre es jetzt zu viel Spiel. Wäre es damit kein Problem, man kann sich das sehr gerne kaufen. Fiedert nämlich auch ohne Probleme. Und das Magazin fällt auch wunderbar aus dem Schacht heraus. Dann kommen wir jetzt mal zu den Midcap-Magazinen. Da habe ich jetzt zum Beispiel mal dieses Ares-Magazin. Das ist, glaube ich, eines der billigsten Magazine, die man kriegen kann. Das feedet perfekt bei der E&C. Feedet perfekt bei der Hornet, kann man sich nicht beklagen. Sitzt auch schön straff drin, da wackelt überhaupt nichts. Der einzige Nachteil, es fällt halt nicht von alleine aus dem Schacht raus. Da muss man dann eben nachhelfen. Dann kommen wir zu dem Minimal-Problem-Magazin von G&G. Es geht ziemlich straff rein. Da hat man ein bisschen zum Kämpfen. Und dann feedet sie eigentlich auch ziemlich gut. Von 100 Schuss waren vielleicht 2 dabei, die nicht gefeedet haben. Ist also, denke ich, eine ziemlich gute Statistik eigentlich im Großen und Ganzen. Sollte man aber dennoch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Dann, kommen wir zu den High-Cap-Magazinen. Da habe ich jetzt das von Bugatti und da unbedingt die Finger davon lassen. Wir haben bei unserer festgestellt, das feedet nicht. Wenn das feeden soll, muss man es nach vorne drücken. Ansonsten klappt es nicht. Es wackelt eben im Großen und Ganzen so weit rum, dass es eigentlich ziemlich nervig ist und einfach nicht wirklich toll ist. Alternativ könnt ihr natürlich ein High-Cap-Magazin nehmen von der Marke G&G. Das passt perfekt rein, es wackelt kein bisschen, es ist richtig schön straff drin, es feedet erst rein und ganz ehrlich, was will man mehr? Natürlich fällt es auch nicht von alleine aus dem Schacht raus. Alternativ könnt ihr auch ein Lonex High-Cap Magazin nehmen, welches minimal Spiel hat, eine größere Kapazität hat und auch einwandfrei feedet. Und das fällt sogar von alleine aus dem Magazinschacht raus. Wir geben der Airsoft daher zum Endfazit, jetzt bei dem Thema Magazin und Kompatibilität her, 8 von 10 Punkten. Das ganze Teil ist ziemlich handlich und der hat perfekt für CQB geeignet.
Auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick ziemlich schwer wirken mag, zumindest auf dem Datenblatt, merkt man das im Spielgeschehen gar nicht so und es liegt wirklich richtig gut in der Hand. Auch die Gewichtsverlagerung finde ich persönlich richtig, richtig gut. Ist richtig schön ausgeglichen und macht einen wirklich richtig schönen Spielfluss möglich. Man kann auch wunderbar nach links und rechts umschultern, je nachdem, wie man sie eben gerade braucht und situationsbedingt eben umschultern muss. Daher geben wir dem ganzen Gerät hier eine 10 von 10, weil es einfach extrem viel Spaß gemacht hat, mit dem Ding auf dem Spielfeld rumzugehen und rumzulaufen. Die Schussleistung der Hornet war dafür, dass sie gerade mal 0,5 Joule hat, wirklich sehr zufriedenstellend. Wir konnten sie über die Reichweite absolut nicht beschweren und auch bei der Präzision hatten wir da überhaupt keine Abstriche. Wir waren echt absolut zufrieden. Aber jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil einer vollautomatischen Airsoft. Die Schussrate. Und die war echt ziemlich geil. Du kannst mit dem Ding alles unterdrücken, was in deiner Schussreichweite ist. Und das ist halt dann doch ziemlich, ziemlich nice. Also du kannst dein Team damit super supporten und selber einige coole Hits machen. Und aufgrund dessen haben wir uns dazu entschieden, das Teil hier mit 9 von 10 Punkten zu bepunkten. Punkten. Bewerten. Bewerten. Bewerten war das Wort. Bewerten. Zusammenfassend geben wir der Hornet 9 von 10 Punkten. Sie ist für alle Leute geeignet, die eine solide und wirklich stabile CQB Airsoft brauchen. Wir haben euch unten in die Beschreibung Links zu den Magazinen reingepackt, die wir persönlich jetzt empfehlen würden und auch zu dem passenden Akku. Natürlich freuen wir uns auch über Kommentare und über Feedback, was wir besser machen können. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Haut rein! Are you listening? Damn.